Hallo meine Trucker-Freunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Bastelstunde mit dem Maximus. Ja, in der Version 1.40 werden wir uns einen Custom Mercedes Actros 2014 angucken und ich hoffe, dass der Link auch nachher noch richtig funktioniert. Schreibt es mal rein, ob das der richtige ist. Ach, ich bin da manchmal ein bisschen raus. Ja, lasst uns einfach mal diesen Mercedes ein bisschen umbauen. Das ist nur ein kleiner Mod, aber kann vielleicht den einen oder anderen interessieren, wenn ihr mal einen anderen Anhänger vielleicht so mal nimmt. Wir haben hier hinten noch so eine Möglichkeit, hier einen Anhänger ranzubauen. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, so als kleine Alternative. Ja, vielleicht gibt es ja auch als Mod, dass man LKW ab- oder ziehen kann. Gibt ja so viele Möglichkeiten. Und dann gehen wir einfach mal hier rein. So, wir bleiben erstmal bei der Version und ihr seht schon hier das Heavy. Zack! Und das haben wir ja schon mal irgendwo gesehen. Wir haben hier noch ein paar Holzbalken hier oben. Und was haben wir denn noch hier alles? Oh, ist jetzt natürlich nicht so hoch. Eigentlich ganz gut verbaut. Hier mit so einer Platte hier unten. Und dann bleibt uns dann quasi nur noch hier in diesem Maul. Ich hoffe, dass es dann auch richtig animiert wurde oder richtig angezeigt. Das werden wir gleich mal gucken, wenn wir dann fertig sind. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Und schauen mal, was wir noch machen können. Wir bauen den jetzt einfach mal so zusammen. Ja, als Schwertransport-Truck. Wenn ihr Bock habt, dann können wir den sogar irgendwann mal auch mal nehmen. Als Tour. Ja. So, ich glaube, hier unten war noch eine Lackierung, die wir eventuell nehmen können. Genau, das hier. Diese Heavy-Lackierung. Oder, dann ist hier nochmal ein Schriftstück hier oben. Ja. Gibt jetzt, weil, wenn ihr jetzt andere Lackierungen nehmt, werden die natürlich nicht richtig angezeigt, weil das eigentlich nicht im Spiel vorhanden ist. Der Modder, der das damals gemacht hat, hat das zur damaligen Zeit nicht bemerkt. Ich würde einfach mal sagen, das Grün würde ich jetzt in Weiß machen und hier vielleicht mal ein knalliges Rot. Rot hier, zack. Schrift. Schwarz. Ändert sich jetzt die Schriftfarbe? Ja, genau, die Schriftfarbe ändert sich. Könnten wir noch ein bisschen was machen? Ah, ist jetzt ein bisschen schwierig. Welche Farbe nehmen wir jetzt hier als Grundfarbe? Gelb. Ja, stimmt. Ja. Kann man machen. Ja, kann man machen. Wir könnten das hier auch... Lassen wir mal so ein knalliges Rot, aber das könnten wir in so ein... Schwarz oder auch rot machen. Ah, es ist schwierig. Also, da muss man selber vielleicht mal gucken. Vielleicht hier nehmen ein knalliges Gelb. Hier auch nochmal ein knalliges Gelb und dann haben wir hier auf jeden Fall ein richtig gelbes Fahrzeug. Oder golden. Ah, ich lasse den jetzt einfach mal so. Könnt ihr ja selber nochmal ein bisschen rumbasteln. Was es ja alles gibt. Wie gesagt, das ist der ganz normale Standard-LKW von SCS, wo einfach noch ein bisschen was raufgepackt wurde. Ja, das ist möglich. Wir machen mal Achtung. Funktioniert natürlich überall. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen die großen hier. Oh, genau. Die, ja, lassen wir mal in Weiß. Da machen wir jetzt mal keine. Jede Faxen, irgendwelchen anderen Felgentypen. Das sind die großen 80er. Und dann passt das. So, was können wir denn hier noch? Wir könnten das jetzt in Wagenfarbe machen, blödig. Aber hier, guck mal hier, da ist das. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Was wir noch machen? Ah, wie gesagt, das muss jeden selber so ein bisschen gefallen. Wir könnten den Grill jetzt aber ein bisschen so auf Chrom machen und überall so eine Blinkerspots reinsetzen. Was haltet ihr davon? Wenn ich jetzt einfach mal hier, das ist rechte Seite und das hier oben war linke Seite. Warte mal, das ist rechts. Ne? Rechts. Rechts. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie großartige Änderungen gibt. Rechts nicht. Das ist eigentlich völlig egal. Das ist rechts. Rechts. Gehen wir hier mal hin und machen mal links, aber nicht weiß, sondern ein bisschen
Ein bisschen viel vielleicht, aber naja, was soll's. So, Mann. Jetzt kein Unterschied. Ich merke jetzt so nichts. Und ich die hier rein noch setzen. Könnten jetzt noch ein paar Customizen-Sachen machen. Ja, hier so eine Aufschriften, aber ich denke mal, ich bin Anfänger. Kann man tun. So, das passt natürlich nicht so richtig, ne? Dieses Sache hier. Und weil ich noch ein bisschen weiter rausgehen. Nee. Das passt nicht. Dann machen wir sie erstmal weg. Wir machen hier Mercedes. Oh, sogar in Gelb. Na, das ist ja schön. Passt ja sogar. Und einen Aufschrift. Was könnte man da nehmen? Ach so, hier unten. Hier unten ist das. Nee, hier ist das. Da bleiben 10 und. Warte mal, ich habe da jetzt so probiert, das anzuklicken. Ach, hier oben ist es. Ach Mann. Ich bin auch manchmal ein richtiges Ei. Ah, Schwertransport. Ja, das nehmen wir. Okay. Das hier rein. Und hier. Geht hier lackiert? Nein, natürlich nicht. Na, wir wussten es. Aber wir machen hier mal ein paar richtige Tröten ran. Gucken mal, was wir hier noch so nehmen können. Fand das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Will natürlich auch das hier cool sein. Könnten wir nämlich hier noch so eine Rundumleuchten draufsetzen? Dann würde ich eigentlich sowas hier. Die sind wieder zu hoch, ne? Sind eigentlich ganz gut. Haben wir da noch alles? Den kleinere. Weiß. Ne, machen wir mal so. Was haben wir denn noch? Mit einem Michelin-Männchen. Habe ich Michelin-Dinger drauf? Ja, habe ich, glaube. Und dann machen wir noch große, schöne Lichtspots. Und da werden wir Mercedes. Ey. Guck mal. Sind ganz schön groß, ne? Aber zu der Farbe würden so eine gelblichen ganz gut passen. Vielleicht mal nicht ganz. Doch, Chrom könnten wir eigentlich nehmen, oder? Jetzt habe ich die falsche genommen. Oh, komm, machen wir mal richtig Licht am Fahrrad. Stehen ein bisschen dicht, finde ich. Aber nur ein bisschen. So, die Rundumleuchten finde ich überhaupt nicht toll. Ich hatte mal welche, aber ich weiß gar nicht mehr, ob die funktionieren. Also ich habe die, glaube ich, nicht aktiviert. Da war immer noch irgendwo. Ah, guck mal hier. Kann hier unten das ranmachen. Mach das mal weg. Bedauere hier anmachen. Schön, schön. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir jetzt gleich so einen Anhänger nehmen. Wir gehen mal kurz rein. Bei dem LKW Kleinigkeiten noch anpassen. Frohe Weihnachten. Das kennen wir. SESL-Mods, das kennen wir auch alles. Das ist nichts Neues. Hier könnten wir noch dieses große Navigationssystem. Habe ich das aktiviert? Habe ich aktiviert? Ich würde einfach mal Fullscreen nehmen, das Brettchen und setzen mal unsere Hitzekatze hier noch hoch. Wir könnten dann noch Telefon, Sandwich, Kamera. Ja, die ist jetzt in der Katze drin, das ist toll. Und was hier oben noch alles ist. Bella. Ah, was zum Trinken. Wichtig ist mir natürlich immer meine Edeltraut. Ohne die werde ich hier nicht unterwegs sein. Da würde ich mich um voll setzen. Nochmal Nutella? Nee. Zucker ist zwar gut gegen Zähne, aber man muss ja nicht übertreiben. Ne? So, ein Mercedes-Sternchen. Setzen wir hin. Mal ein Kissen. Ich weiß gar nicht, gab es da nicht noch ein Kissen? Ah, die falsche Zeitung. Weil wir müssen ja uns ja unterwegs ein bisschen bilden. Eine olle vergammelte Pizza. Und ja, Lenkrad. Ja, passt. Okay, dann würde ich das einfach mal bestellen.
Und dann gehen wir mal raus und schauen mal an. Eigentlich nur ganz rucki-zucki gemacht, ne? Ich hoffe, da kommen noch ein paar richtige Lackierungen dazu. Boah, kann man eigentlich so sein? Funktioniert doch. Da mal so ein Spezialtransport machen. Das ist halt auch noch ein zusätzlicher Bot, diese Innen-Sachen hier. Ich will jetzt nochmal was ganz kurz ausprobieren. Wenn ich jetzt einen Auflieger nehme, wir haben doch hier ein paar Auflieger. Haben auch vorne ein, ich hoffe, ich habe das. Oh, guck mal hier, den hier. Das könnten wir gleich ausprobieren. Aber ich hatte noch einen anderen Auflieger. Ah, das habe ich auf dem Profil leider nicht gespeichert. Verdammt nochmal. Müssen wir uns oder übel mit so einem Krone. Ausführung ändern, wir schauen mal. Die kann ich leider nicht bei denen. Hier unten erst recht nicht noch was. Sein, G-Design. Warte mal, war das nicht hier? Was ist das hier? Ah, war was Schönes. Machen. Wir nehmen einfach mal jetzt den Krone-Auflieger. Es soll nur mal ein kurzer Test sein. Ja, wir können mit Box. Das ist von Zippy, glaube ich. Das ist der Mod, den wollte ich ja eigentlich sowieso schon mal in den letzten Tagen noch mal zeigen. Von Zippy. Der andere, genau. Nehmen wir jetzt einfach mal. Bestellen den uns. Hier in Stuttgart. Auf einem anderen Profil wollte ich auch mal wieder was machen, aber naja, nicht dazu gekommen. Was ist da los mit dem Bengel? So, ich wollte ja bei Auflieger gehen. Ja, jetzt nutzen. Wir gucken uns einfach an. Es gibt ja noch ganz andere Auflieger. Und schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich den hier dran mache. Ja, würde sogar funktionieren. Guck an. Er geht unten, darum geht es ja erstmal. Es geht hier unten rein. Ja, funktioniert. Herrlich. Oh, schön. Also, das soll es dann erstmal gewesen sein. Kurze Bastelstunde. Ein Auflieger, der eigentlich nicht da richtig dazu passt, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach mal ein Däumchen da. Ich bin raus. Ich sage, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.